Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Leicester City. Ja, weiter geht's beim Passion Over Money Cup. Leidenschaft geht über Geld. Und heute steht ein Topspiel an, denn wir müssen heute gegen Manchester City. Wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle, wie es nach 6 Spielen so aussieht. Wir sind Tabellenführer. Ah, ihr seht schon, das ist alles nur so eng zusammen. Also jetzt kann man noch gar nichts sagen eigentlich. Manchester City überraschenderweise auf dem letzten Platz. Ja, die haben einen ordentlichen Fehlstart hingelegt. Aber es ist ein starkes Team, das wissen wir. Und wir gehen rein ins Spiel. Wir spielen zu Hause. Ja, wir spielen King Power Stadium. Wir spielen in Blau, Manchester City im dunklen Trikot, hätte ich jetzt mal gesagt. So, Schauer, habe ich keinen Bock. Ne, wir wollen hier schönes, heiteres Wetter, und dann würde ich sagen, legen wir natürlich wieder los auf Legende. Und gegen Manchester City wird das hier und heute, ich glaube, ein sehr, sehr schweres Spiel werden. Weil, ja, die kennen sie aus der englischen Liga, und jetzt geht's los. Und damit herzlich willkommen hier aus dem King Power Stadium zum Spiel zwischen Leicester City gegen Manchester City. Ja, zwei englische Meister, das kann man so sagen. Leicester City, der diesjährige englische Meister. Und Manchester City hat es ja im vorletzten Jahr, müsste gewesen sein, gemacht. Die englische Meisterschaft. Und jetzt schauen wir direkt auf die Aufstellung bei Leicester City. Ja, vorne Jamie Vardy, der hat nicht sein erstes Tor gemacht. Dann links Nathan Dyer, rechts Mahrez, zentral Okazaki, Kante und Indler vor der Abwehr. Schmeichel natürlich wieder im Tor. Wir haben Robert Hood gesehen, wir haben Morgan gesehen. Jetzt sind wir die Aufstellung von Manchester City, die wieder ein bisschen zu wünschen würde. Vorne Wilfried Boney, Raheem Sterling links, Kevin De Bruyne rechts, Touré mit Delft zentral. Abwehr mit Kompany, Mangala, Clichy und Zabaleta. Und ja, hier sehen wir es auch schon. Die beste Abwehr. Mit 4 Gegentoren Leicester City gegen den schlechtesten Sturm Manchester City. Und im Tor steht nicht Joe Hart und steht nicht Caballero bei Manchester City. Das verwundert auch ein bisschen. Jetzt geht's auf jeden Fall los. So, wir legen direkt los. Anstoß hier im King Power Stadium. Leicester City gegen Manchester City. Das englische Duell ist also angepfiffen und jetzt geht's los. Und wir sind sehr gespannt, was wir hier und heute erleben. Ja, Leicester City hat bis jetzt diesen Passion Over Money Cup ganz schön aufgewirbelt. Und hier dieser Zweikampf wird nicht geahndet mit Foulspiel. Robert Huth bekommt den Ball, weiter geht's zu Kante. Kante sucht das mit der Anspielstation, bringt den Ball zu Okazaki. Okazaki sieht Mahrez. Mahrez zu Jamie Vardy! Und er bekommt fast die erste Chance. Gunn im Tor bei Manchester City, kommt aber rechtzeitig raus, hält diesen Ball fest. Aber das war eine Riesenchance hier. Jamie Vardy, wenn er dann einen Schritt vorher rankommt, dann gibt es die Riesenchance. So, Chance auf jeden Fall jetzt für Man City. Garcia mit der Flanke, die war nix. Und ab geht's direkt nach vorne. Schnelles Umschaltspiel vom Gastgeber. Und da ist Mahrez. Gerade eine gute Chance gehabt mit seiner Reingabe. Mahrez hat jetzt das Auge vor Okazaki. Okazaki zieht mit rein. Okazaki legt. Ah, oh, schade. Ich glaube nicht, dass der Ball zu Dyer geplant war. Ich glaube, der war zu Jamie Vardy geplant. Und weiter geht's jetzt über Christian Fuchs. Der ist die Kante. Kante sucht den Pass nach vorne. Findet ihn auch Inler. Inler lässt sie durchlaufen. Interessante Variante. Nur leider keiner der Mitspieler schnell genug geschalten, dass jemand an den Ball kommt. Schade, gut gedacht, aber leider nichts draus geworden. Und wir merken schon, Leicester City baut hier von Anfang an schon wieder richtig Druck auf. Und weiter geht's. Da ist Mahrez. Außenstarter Simpson. Simpson gegen Clichy, dann nimmt er natürlich Mahrez mit dazu. Das schafft er allein nicht gegen zwei. Jetzt der Pass in Mitte, da ist Okazaki. Der sieht Jamie Vardy und er trifft den Ball nicht richtig, aber stand auch im Abseits. Jamie Vardy. Nach 15 Minuten steht er hier im Abseits und es ist, ja, eindeutig richtig. Einen knappen, guten Meter. Ja, 15, oh, was ist denn das? Ach, den wollte jetzt ehrlich gesagt nicht machen. Ich hab's auch nicht gepeilt. Kleiner Fehler vor der Abwehr bei Manchester City, aber Jamie Vardy war wahrscheinlich zu überrascht. Konnte diesen Fehler nicht wirklich ausnutzen. Und jetzt Manchester City mal wieder hinten drin. Da ist Yaya Touré. Oh, verliert den Ball gegen Mahrez, der bis jetzt in dieser Anfangsviertelstunde auch ganz schön aufwirbelt. Aber dieser Ball zu Okazaki, der kommt nicht an, da wäre vielleicht Jamie Vardy die bessere Anspielmöglichkeit gewesen. Und jetzt kommt Raheem Sterling und der macht mal richtig Tempo. Weiter geht's zu Wilfried Boney.
Der setzt sich hier gegen Morgendor, aber der Pass, der Ball kommt nicht mehr über die an, aber es müsste Eckball geben, jawohl. Eckball für Manchester City und den wird Kevin De Bruyne treten, so wie es aussieht. Von dem bis jetzt noch nichts zu sehen ist am heutigen Tage. Mal schauen, ob sie das sehen. So, Eckball ist nicht schlecht, aber zu einfach. Schmeich hält den Ball sicher fest und will den Konter einleiten. Da ist Inler mit dabei und jetzt müssen sie schnell laufen. Jetzt müssen sie schnell laufen, wenn sie das nur gut umsetzen wollen, diesen Konter. Inler mit dem direkten Ball zu Jamie Vardy. Traumpass Vardy. Vardy lässt den Verteidiger aussteigen und macht das 1:0. 22. Minute. Jamie Vardy. Let's having a party. Und da ist die Führung für Leicester City. Traumpass von Inler. Und da wird es schwer zu verteidigen. Zabaleta macht den falschen Schritt und Jamie Vardy macht alles richtig. Lässt dem Torhüter wenig Chance. Und Leicester City führt mit 1:0 gegen Manchester City im King Power Stadium. Dank der Nummer 9, dank Jamie Vardy. Das ist doch mal ein Hammerding. Ein Traumpass von Inle. Und Vardy macht sein zweites Tor im Passion Over Money Cup. Jetzt läuft's. Letztes Spiel sein erstes Tor. Und jetzt haut er gleich das nächste Ding rein gegen Manchester City. 1:0 steht es nur also für den englischen amtierenden Meister. Unglaublicher Pass natürlich von Inle, das muss man dazu sagen. Das war ein Zuckerpass. Und ja, dann hat Jamie Vardy alles richtig gemacht. Aber es sind hier noch ja, über eine Stunde zu spielen. Das Ding ist natürlich noch lange nicht entschieden. Manchester City hat auch noch ein paar Kräfte auf der Bank, aber bekommt jetzt direkt die Chance zum Antworten und schafft es auch. Und es ist Delph. 27. Minute, die postwendende Antwort der Citizens. Manchester City meldet sich sofort zurück ins Spiel. 1:1 Auslässt gefallen. Ja, schöner Schuss. Da sind sie zu offen hinten. Da gehen die Verteidiger zu spät ran. Hut ist zwar dabei, aber bewacht nur, als dass er wirklich hingeht. Und das ist natürlich ein klasse Schuss. Das ist ein klasse Schuss. Da kann man nichts anderes dazu sagen. Der ist wirklich fast schon eine Marke unhaltbar. Schmeichel kommt da nicht ran. Da muss man schon richtig gut abspringen und rechtzeitig, dass man diesen Ball noch hält. Aber der ist eigentlich fast unhaltbar. Der Ausgleich, Fabian Delph. 27. Minute. Spiel ist wieder offen. Innerhalb von 5 Minuten haben wir ja also 2 Tore gesehen. Und oh, Inle verletzt hier. Oh nein, Inle verletzt sie bei dem Pass zu Mahrez. Das ist natürlich bitter. Der den Traumpass zu Jamie Vardy zum 1:0 geschlagen hat. So, jetzt Okazaki am Ball. Sucht oben Dyer, der bis jetzt so ziemlich aus dem Spiel rausfällt. Und ja, wir sehen schon, Inle ist verletzt. Das sieht auf den ersten Blick nicht so gut aus. Aber er kann vorerst mal weitermachen. Wir hoffen, dass er sich vielleicht erholt. Wäre natürlich bitter, wenn er ausfallen würde. So, Einwurf Manchester City ausgeführt und da ist Yaya Touré. So, zurückgespielt zu Mangala und der sieht drüben erstmal Clichy. Und der, oh, fast ein Fehler. Hier legt sie den Ball sehr weit vor. Ein bisschen zu weit. Aber es ging nochmal gut. Manchester City versucht jetzt das Zepter an sich zu nehmen. Leicester City läuft gerade den Ball gut hinterher, aber die Ballsicherheit der Gäste ist momentan sehr stark. Aber jetzt mal die Chance. Mahrez drückt dagegen Clichy drauf, aber der macht keinen Fehler. So, Zabaleta mit dem Pass in die Mitte und dann geht es auf einmal wieder blitzschnell. Da ist Wilfried Boney. Dann der Pass zu Delph und dann geht es erstmal wieder hinter zu Clichy. Manchester City sehr konzentriert gerade in dieser Phase des Spiels. Jetzt Wilfried Boney. Okazaki geht da hinterher, schafft es aufs erste nicht den Ball zu erobern. Pass geht in die Mitte. Inler hat sie mittlerweile erholt. Die Flanke ist. Oh, die ist gut! Und das sieht Schmeichel nicht gut aus. Torabschluss kommt, aber geht vorbei. Oder sah der Torhüter bei Leicester City nicht gut aus bei dieser Flanke? Läuft raus und sieht, dass er sich extrem verschätzt hat. Das hätte ordentlich ins Auge gehen können. So. Oben wird angezeigt, Inle ist verletzt, aber ich glaube, der ist mittlerweile wieder fit. Werden wir gleich sehen, wenn wir anspielen. So, Simpson am Ball. Mit dem Seitenwechsel, da ist Christian Fuchs. Und jetzt soll mal ein bisschen Bewegung reinkommen über die linke Seite. Aber dieser Pass ist zu weit. Da kann Nathan Dyer nichts machen. Einwurf gibt es deswegen wieder für die Gäste. Ja, seit dem Ausgleich von Manchester City hat Leicester City so ein bisschen den Faden vom Spiel verloren.
Ja, die kommen nicht mehr so weit nach vorne und jetzt sind die schon. Kevin De Bruyne gegen Robert Hood. Hood ist natürlich zu langsam für dieses Duell. So, Kevin De Bruyne, De Bruyne. Jetzt müssen sie zu zweit dran. Schaffen es nicht. Starke Parade von Schmeichel, der es hier richtig lang machen muss. Und jetzt Mahrez gegen Raheem Sterling. Sterling holt sich den Ball. Schiebt Mahrez weg. Nächste Chance und wieder ist Schmeichel zur Stelle. Zwei Glanzparaden vom Torhüter von Leicester City. Schmeichel stark pariert zweimal und jetzt geht's weiter mit dem Einwurf. So, und Manchester City will scheinbar noch in dieser ersten Halbzeit die Führung machen. So, Kevin De Bruyne, aber jetzt spielen sie erstmal zurück, da ist Mangala. Jamie Vardy geht zwar früh drauf, versucht Mangala in den Fehler zu locken und das gelingt ihm auch fast hier. Oh, die Abwehr bei Manchester City wirkte diesmal sehr unsicher, vor allem Mangala. Aber in höchster Not ging es dann irgendwie gut. So, und da ist Inle. Inle sucht natürlich Jamie Vardy. Vielleicht noch eine Chance für Leicester City in der ersten Halbzeit. Nein, die gibt es nicht mehr. Schiri sagt, mir reicht's. Die erste Halbzeit ist vorbei. Unentschieden. 1:1 steht zwischen Leicester City und Manchester City. Ja, bis zum 1:0 war Leicester das überlegene Team. Dann allerdings kamen die Citizens und haben den Ausgleich gemacht. Und seitdem ist Manchester City das bessere Team. Hatte die größeren Torchancen und Leicester City muss jetzt in der Halbzeitpause was einfallen lassen, wie das so weitergehen soll. So, ganz kurz die Zwischenergebnisse. Rom führt, Porto führt gegen Atletico, Dortmund führt gegen Gladbach, Barcelona führt gegen Leverkusen. Da haben wir viermal unentschieden. Oh, Bayern gegen Real Madrid auch unentschieden. Das ist natürlich auch ein Top-Spiel. So, ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich tue Okazaki raus. Und bring für ihn... wie können wir denn da reinstellen am besten? Das weiß ich jetzt selber nicht so genau. Drinkwater. Komm, wir stellen einfach Drinkwater rein. Also, Okazaki bleibt draußen. Nicht die beste Figur in der ersten Halbzeit gemacht. Vielleicht macht es Drinkwater jetzt besser. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter. Die zweite Halbzeit läuft zwischen Leicester City und Manchester City. Steht es nach 45 Minuten 1:1. Und wir freuen uns auf eine zweite Halbzeit, die hoffentlich ja, noch ein paar Tore im Petto hat. Mal schauen, wie beide Teams jetzt in diese Halbzeit beginnen. So, erster stürmischer Angriff auf jeden Fall von Manchester. Die Flanke ist gut. Da kommt Boni nochmal ran und dann kann Robert Hood da in höchster Not klären. So, jetzt Mahrez. Oh, gegen Sterling. Übler Ballverlust. Da ist Boni im 16er Pfosten. Pfosten. Nächste Riesenchance. Starker Beginn hier in die zweite Halbzeit von Manchester City. Und nächster Ballverlust von Leicester City. Die wollen schnell umschalten zum Kontern, ist nicht gelungen. Und dann holt sie Kanté den Ball. Das ist ein böser Ballverlust. Doch Kanté schickt Jamie Vardy. Vardy gegen Mangala im Laufduell. Vardy holt sie zwar den Ball, aber die Konterchance ist erstmal vorbei. Trotzdem Leicester City immer noch gefährlich. Und dann ist Jamie Vardy wieder am Ball. Hat heute schon sein Tor gemacht. Will natürlich noch eins machen. Legt es erstmal vor für Inler. Aber dieser Torabschluss ist nicht wirklich gefährlich. Gun ohne Probleme im Tor bei Manchester City. Und ab geht's wieder nach vorne. Stark geblockt hier von Robert Hood. Leicester City versucht es dagegen zu halten. Da ist Kanté. Außen geht Drinkwater. Der ist frisch im Spiel. Drinkwater mit der Flanke. Da ist Jamie Vardy. Wow, die Riesenchance. Jamie Vardy in der 56. Minute. Und er geht drüber. Der geht drüber. Da wird er natürlich ordentlich gezogen im Zweikampf. Aber das ist klar. Und jetzt kommt Sergio Aguero. Also... Er hat lang genug zugeschaut. Jetzt ist es Zeit für ihn. Sergio Aguero. Und jetzt wird es natürlich noch eine Ecke gefährlicher. Jetzt brennt es wirklich. Denn Sergio Aguero ist wirklich ein Weltklasse-Stürmer. Und weiter geht es erstmal mit Abstoß. Für Manchester City schnell ausgeführt. Und da ist Zabaleta. Und ab geht's nach vorne. So, da ist Mangala. Delf, der das Tor gemacht hat. Zum, ja, immer noch bestehenden 1:1. Mal schauen, wie lange das noch besteht. Das ist so ein bisschen die Frage. So, jetzt hat Jaguar zum ersten Mal Ball gegen Morgan, gegen den Kapitän von Leicester City. Und das ist natürlich schon mal eine herzhaft schmerzhafte Begrüßung vom Kapitän gegen Sergio Aguero. So, und es gibt Freistoß aus einer gefährlichen Position von Raheem Sterling. So, kurze Variante. Oh, Missverständnis hier. Drinkwater schnappt sie mal. Connor Chance ist da für Leicester City. So, da ist Nathan Dyer mit dabei. Nathan Dyer gegen Zabaleta und jetzt bräuchte die Mitspieler, aber da rückt keiner so schnell wirklich nach. Schade. Konter leider hergeschenkt, aber trotzdem hat Leicester City den Ball. Halbe Stunde ist noch zu spielen.
Bin gespannt, ob hier noch jemand ein Tor macht. Wenn ja, dann bin ich auch gespannt, wer es Tor macht. So, Christian Fuchs am Ball. Mit dem Pass zu Simpson lässt City versucht, sie langsam nach vorne zu tasten und hier dann der Fehlpass. Ja, Manchester City macht das gut, aber verliert den Ball. Jetzt die Chance. Jetzt der Pass zu Jamie Vardy. Vardy mit dem Lupfer. Ach, der war frech. Der war richtig frech gedacht. Aber der Torhüter bei Manchester City mit der Glanzparade kann den Ball hier festhalten. Das wäre es natürlich gewesen, wenn der reingegangen wäre. Das wäre ein Sensationstor gewesen. Aber so bleibt es hier immer noch beim 1:1. Und Manchester City ist wieder auf dem Weg nach vorne. Behält hier erstmal den Ball. Und jetzt, oh, Kevin De Bruyne setzt ja gut durch. Nicht zu stoppen. De Bruyne mit der Flanke in die Mitte. Und fast der Ausgleich. Fast der Ausgleich. Und wieder ist es Delph. Fabian Delph fast mit dem Doppelschlag. Und da fehlt nicht viel. Da fehlen ein paar Zentimeter. Und jetzt muss er raus. Für mich einer der besten Spieler heute. Fernandinho kommt, Delph geht runter und wir werden auch nochmal wechseln. Muss einfach sein. Und zwar, wir bringen... wen bringen wir denn? Mahrez tun wir raus. Der hat jetzt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so geglänzt. Und wir tun Inler raus, der jetzt auch schon ein bisschen am Ende ist. Tun wir ihn auch raus. Bringen Uloa und vorne Jamie Vardy. Darf sie ein bisschen zurückfallen lassen. Und dann, ja, so ein bisschen im Rücken schieben. So, also der Doppelwechsel, wie angesprochen. Und jetzt laufen die letzten bisschen mehr als 20 Minuten. Und hier der Ballverlust. Ey, das darf nicht passieren von Fuchs gegen Kevin De Bruyne. So, Kante gegen De Bruyne. Die Flanke ist gut. Und das schaut Schmeichel wieder zu. Und die nächste Riesenchance für Manchester City. Morgan mit Glanzparade am Pfosten geklärt. So. Eckball. Manchester City kommt zentral rein, Schmeichel zur Stelle. Faust in den Ball. Riskanter weg, wenn er da vorbeischlägt, dann ist alles offen. Und jetzt nächste Chance. Manchester City will das Ding hier unbedingt gewinnen. Fernandinho. Oh, starker Pass, aber Kevin De Bruyne verspringt der Ball. Und jetzt fährt die Konterchance. Jetzt muss es schnell gehen. Nathan Dyer bekommt diesen Ball nicht. Der war nicht gut. Ja, Dyer hat heute ein sehr schweres Spiel auf der linken Seite. Der bekommt wenig brauchbare Bälle. Und jetzt nächste Chance. Kevin De Bruyne. Und das war Glück, dass dieser Pass nicht gut gespielt war. Aber jetzt die nächste Chance. Komm schon. Jetzt muss der Pass kommen nach vorne. Und der kommt einfach zu spät. Oh, und da hat sich einer verletzt. Nee, Jamie Vardy geht weiter. Hat sich nicht verletzt. Regt jetzt ein bisschen auf. Spiel läuft weiter. Da ist Aguero. Wieder der Fehlpass. Wieder ab nach vorne. Da ist Jamie Vardy. So, Vardy. Was macht der raus? Bringt den Ball zu Kanté. Kanté sieht aus dem Drinkwater. Kein Abseits. Die Chance ist dafür, Lassie. Drinkwater. Läuft auf Soso. Schließt ab und trifft nicht. Trifft nicht. Und es gibt zumindest Eckball. Oder gibt's den? Oh nein, es gibt nicht mal Eckball. Es gibt nicht mal Eckball. Das hat er nicht gut gemacht. Das hat er nicht gut gemacht. So, David Silva ist gekommen in der Zwischenzeit für Raheem Sterling. Haben wir oben eingeblendet gesehen. So, und jetzt nochmal die Chance. Gray gegen Fernandinho. Zwei frische Spieler. Probieren es jetzt mal. Weiter geht's zu Simpson. Jamie Vardy lässt sich gerade ein bisschen zurückfallen. Versucht jetzt natürlich nochmal das Spiel nach vorne zu bringen. So, jetzt der Pass. Und jetzt außen. Da ist Nathan Dyer. Der bekommt den Ball. So, jetzt muss die Flanke kommen. Nathan Dyer mit der Flanke. Sucht natürlich Jamie Vardy, aber von Vincent Kompany ist er umzingelt. Und dann wird es natürlich schwer, dein Kopfballduell zu gewinnen. So, die letzten 10 Minuten laufen schon. Und Manchester City nochmal mit viel Platz. Fuchs gegen De Bruyne. Die Traumflanke und Zentimeter fehlen für Sergio Aguero. 85. Minute, die Riesenchance nochmal für Manchester City, fast mit dem Lucky Punch. Und hier nochmal, ja, Jamie Vardy mit dem frechen Lupfer. Das kann man probieren, muss man aber nicht, aber er hat's gemacht. So, Abstoß, ausgeführt von Schmeichel, ja, wieder nicht so gut. Manchester City drückt jetzt nochmal aufs Tempo, Ball ist im 16, aber das ist zu einfach. So, Schmeichel am Ball, die letzten 4 Minuten laufen. Die letzten 4 Minuten laufen. Ein bisschen Nachspielzeit wird es natürlich auch noch oben drauf gehen. Und Leicester City probiert es nochmal, aber das ist schwer jetzt natürlich. Manchester City wirkt ein bisschen motivierter, vielleicht mit mehr Kräfte. Aber nochmal Jamie Vardy. Den hält heute nichts mehr auf. So, Jamie Vardy, was macht draus? Vardy will es alleine probieren. Läuft den extra Weg, weiter geht's zu Drinkwater. Drinkwater sucht die Anspielmöglichkeit in der Mitte. Findet niemand.
Und jetzt ab nach hinten laufen. Jetzt muss es hintergehen. So, David Silva. Viel Platz zum Corner für Manchester City. Da ist Aguero gegen Morgan. Der Pass kommt an. Die Chance ist da. Und der Ball geht vorbei. Fernandinho. Mit der Riesenchance. Das war nochmal tief durchatmen für Leicester City. Das wäre fast die Führung gewesen. Das war nochmal eine Riesenchance. Das wäre es nochmal gewesen. Das wäre der Last-Minute-Punch. So, weiter Abschlag nach vorne von Schmeichel. Aber der Ball kommt nochmal zurück. Aber Kanté erobert sich mal. So, nochmal die Chance. Leicester City aber dann das Foul, was kein Foulspiel ist, sondern nur nochmal Zweikampf. Und De Bruyne nochmal von hinten umgesetzt von Fuchs. Und der Schiedsrichter pfeift ab. So, das war's also. Leicester City und Manchester City trennen sich am heutigen Tage 1:1 unentschieden. War ein interessantes Spiel. Schwer für Leicester City über viele, viele Situationen. Manchester City hatte viele große Torchancen, aber Leicester City war auch nicht ohne. Ja, mal schauen, was die Statistik sagt. Ich würde sagen, fast ein verdientes Unentschieden, wobei natürlich Manchester City große Torchancen hatte. Man muss mal die letzten Torchancen überlegen, da wo für Aguero ein paar Zentimeter gefehlt haben oder jetzt gerade von Fernandinho kurz vor Ende. Sowas kann reingehen, sowas kann ganz ehrlich reingehen. Ja, Chancen ungefähr ausgeglichen. Aber es war schon, es war ein geiles Spiel, muss man sagen. Schmeichel, bester Spieler. Aber das sagt immer viel aus, wenn der Torwart der beste Spieler ist. Naja, nehmen wir es so hin. So, was machen die Bayern? Oh, die Bayern verlieren gegen Real Madrid. Damit ist Real Madrid also jetzt Tabellenführer. Ja, wir sind ein bisschen abgerutscht, aber gar nicht so weit. Das ist schon mal gut. So, Spieler des Monats bekannt gegeben. Es ist Suarez. Nice. Elf der Woche, ja, bla bla bla. Gray ist dabei, alles klar, und Robert Huth und Schmeichel, weiß ich auch nicht warum. Oh, Olivier Giroud fällt für 2 Monate aus, das ist nicht schön für den FC Arsenal. So, wir schauen mal ganz klar auf die Tabelle, wie es denn da jetzt ausschaut. Also, Real Madrid mit dem Sieg gegen die Bayern auf Platz 1, die Bayern nur 12. Nicht so doll. So, Leicester City immerhin nur auf Platz 2, punktgleich mit dem FC Barcelona. Danach Juventus, Turin, der FC Arsenal, Dortmund, Manchester United. Letzter bleibt trotz des Punktgewinns immer noch Manchester City. Und ja, beim nächsten Mal geht's gegen... Oh, gegen Atletico. Die sind auf Platz 10, also genau im Mittelfeld. Das wird ein schweres Spiel. Also ich glaube, gegen Atletico Madrid, das wird schwer, aber wir werden es irgendwie schaffen. Also ich bedanke mich an dieser Stelle auch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bleibt dabei, bis zum nächsten Mal. Ciao.